willkommen beim Music Talks. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ja gerade angefangen, frisch mit diesem Kanal. Es macht riesig viel Spaß, mit tollen Künstlern, mit viel Musik zusammenzuarbeiten und einfach vielleicht mal diese Musik, Klassik auch mal auf eine ganz andere Art und Weise ein bisschen darzustellen, ein bisschen zu erklären und schmackhaft zu machen. Too fucking strictly in the conservatoires, and the classical teachers are lazy. They just teach every player to play the same way instead of giving respect to the individual which each student is, because every student, they're already pretty much adult, you know, they're either 17 or they're 18 year old. They've all got their own personality, but the way that classical music is taught is so narrow that it doesn't expand the mind of many of the students.
Berlin. Unsere Stadt. Meine Stadt. Ich habe ihren Zauber eingefangen und ihr einen neuen symphonischen Klang gegeben. Die Berlin-Symphonie. Als wir unser Festival Berlin der 20er Jahre geplant haben, hatten unser Chefdirigent Ivan Fischer und ich gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch einen Bezug zur heutigen Zeit in das heutige Berlin geben, also 100 Jahre Zeitspanne. Und dann haben wir eben ein Auftragswerk gegeben mit einem Titel, was ja nicht ganz unbedingt leicht ist, wenn man sagt, wir wollen eine Berlin-Symphonie als Auftragswerk rausgeben. Die Berlin-Symphonie durchleuchtet assoziativ im Grunde genommen eine Zeitspanne in einer Großstadt, in diesem Fall Berlin, zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Das ist eine insofern ganz besondere Stunde. Es ist eigentlich die Spiegelung der blauen Stunde am Abend. Das heißt, die Nacht beginnt aufzuhören und der Tag beginnt zu beginnen. Es ist unglaublich anspruchsvoll gearbeitet, auch wenn man sich die Noten anguckt. Und gleichzeitig gibt es dann Momente, wenn dieser Klimax sich wieder auflöst, dass eine wahnsinnig zarte Melodie eines Saxophons mit reinkommt. Also ich glaube, es schafft heutzutage die zeitgenössische Musik, oder der Auftrag ist dann erfolgt, wenn man beim ersten Mal hinhören sagt, boah, das finde ich spannend, ich möchte es nochmal hören. Und nach dem 10. Mal hören sagt, boah, ich habe so viel Neues noch entdeckt und mir gefällt es jedes Mal mehr. Einer der Hauptimpulse für die Berlin-Sinfonie war, die Stadt für mich neu zu entdecken, neu kennenzulernen. Was dann auch in verschiedene nächtliche Spaziergänge gemündet ist. Und plötzlich überquerte ein Fuchs die Torstraße. Und dieses, ja, ich möchte sagen, surreale Element innerhalb einer Urbanität hat bei mir so etwas Befremdliches und trotzdem etwas sehr Vertrautes ausgelöst. Insofern wirkte dieser eine Blick des Fuchses nachts 4.30 Uhr Torstraße kreuzend als genau die Initialzündung, die ich brauchte, um mit dem Stück anfangen zu können. Das Deutsche Kammerorchester, mit dem ich dann den Lover's Sky Song selbst einstudiert habe, zeichnet sich durch eine Euphorie an der Sache aus. Und da aufgehoben zu sein als Dirigent, Komponist in einer Truppe, der es auch ein großes Anliegen ist, dieses Stück oder meine Werke in diesem Fall nun bestmöglich klanglich darzustellen, war nicht nur ein Zufall, sondern eine wunderbare Komplettierung der CD. Einer der wirklichen Hauptimpulse des Lover's Sky Songs waren letzten Endes die Kombination sehr ungewöhnlicher Instrumente. Das heißt, das Stück besteht eigentlich aus einem Trio, Schlagzeug, E-Bass, Klavier und einem Streichorchester. Musik.
Nachdem ich einmal diese Instrumentenkombination für mich entdeckt hatte, war sie im Grunde genommen eine sehr abstrakte, aber ganz besondere assoziative Inspirationsquelle. Es können sich Bilder einstellen, die zwar jedem individuell überlassen sind, obgleich es, sagen wir mal, bei der Berlin-Sinfonie eher ein groß angelegter, vogelperspektivischer Blick auf eine sehr dichte Urbanität hat, wohingegen der Lavaskai-Song mehr das Individuelle oder die Zweisamkeit innerhalb eines urbanen Gefüges klanglich versinnbildlichen soll.